So, wir haben hier eine spontane Kundgebung angemeldet. Eine Kundgebung zum Schutz der Umwelt. Und den Polizeimilitär muss man jetzt dazu sagen, weil hier versucht wird, uns den Saft wegzunehmen. Uns wurde hier die Kabel weggenommen. Die Form, wie wir uns verteidigen wollten gegen diese Provokation, wurde von der Polizei versucht zu verhindern. Und damit wir trotzdem das Mikrofon hier benutzen können, machen wir das, was wir ursprünglich nicht vorhatten, nämlich eine spontane Kundgebung, eine spontane Protestveranstaltung und bitten, damit wir das Mikrofon und die Lautsprecher benutzen können, hierher zu kommen, damit wir euch erreichen können. Wir bitten vor allen Dingen und wir fordern die Polizei auf, das Gelände hier, das Firmengelände zu verlassen. Es gibt keinerlei Veranlassung hier zu sein und ich fordere sie zum wiederholten Mal und ausdrücklich auf, dieses Gelände hier zu verlassen. Wir haben hier einen Aufmarsch einer rechten Organisation mit 7 Hanswürsten, das ist eine Sache. Dagegen gibt es die Möglichkeit, Gegenkundgebung zu machen, das ist die andere Sache. Die Polizei hat angeblich die Funktion, das Recht auf freie Meinungsäußerung für beide Seiten zu gewährleisten, so sagt sie. De facto beweist sie aber, dass sie einen anderen Auftrag hat. Das sieht man an 2 oder 3 ganz klaren, erkennbaren Dingen, schon optisch erkennbaren Dingen. Wenn man hier auftritt mit einem militärischen Aufgebot, wenn man hier auftritt in einer Form, die wir zum letzten Mal, und nicht wir, aber hier zum letzten Mal wahrnehmbar war, 1933, als die Faschisten die Zentrale der KPD gestürmt haben. Es gibt keinen Vergleich, man muss sich das vorstellen, es gibt keinen Vergleich, wo die deutsche Polizei hier an diesem Platz in der Form versammelt war, man muss zurückgehen bis 1933, als die Faschisten das Kalibrechthaus gestürmt haben. Das wird begründet damit, dass 7 Demonstranten von Pro Deutschland geschützt werden müssen. Das ist natürlich ein anderer Punkt. Hier wird Bürgerkrieg geübt, hier wird versucht einzuschüchtern. Hier wird, das hat man heute Morgen sehr schön gesehen, die Polizeiautos waren alle in Stellung gebracht gegen das Kalibrechthaus. Es war rundum eingekesselt, das Kalibrechthaus, die Polizeibeamten waren rundum das Kalibrechthaus postiert. Es ging also nicht darum, beispielsweise sich zwischen die Demonstranten zu stellen. Dazu hätten 20 Beamte genügt und dann hat man, wie das normalerweise so üblich ist, noch 100 oder 200 in der Reserve wegen einer Seitenstraße. So ist das eigentlich gang und gäbe. Hier waren aber ein Vielfaches alleine an Polizeiautos, was an Demonstranten da war, und natürlich auch ein Vielfaches an Polizisten. Warum? Es geht schlichtweg darum, einzuschüchtern. Dieser Staat ist nicht in der Lage, für seine Bürger zu sorgen. Es regnet in den Schulen rein. Es gibt Arme, es wird Blindengeld gestrichen, es gibt eine Wohnungsnot, ich brauche das gar nicht euch allen erzählen, das wisst ihr. Der Staat hat keine Ahnung, wie er damit umgehen wird. Er weiß aber eins, es gibt wachsende Proteste. Und er weiß eins, ich kann diese Proteste nicht verhindern, weil ich die sozialen Ursachen nicht einstellen kann. Ich kann aber, und ich muss aber trainieren, wenn Bürger sich erheben und Bürger protestieren, damit ich das niedertunneln kann. Was hier trainiert wird, ist Bürgerkrieg gegen das eigene Volk. Wir haben das hier schon mal erlebt, als die NPD da war. Das war noch mal eine andere Situation. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass es zum Beispiel normalerweise üblich ist, wenn eine Organisation eine Demonstration gegen das Kalibrechthaus anmeldet, wenn eine Organisation eine Demonstration gegen das neue Deutschland anmeldet, gegen die Taz oder gegen die junge Welt, dann ist das normal, dass die Beamten Kontakt aufnehmen und darüber reden, welche Situation hat man, wie kann man damit umgehen vernünftig. Das haben diese Beamten nicht getan, weder beim neuen Deutschland, auch auf Nachfrage nicht, noch bei uns. Bei der NPD hier war das noch viel extremer, hier wurden dieses Gelände hier von der Polizei besetzt teilweise. Wir haben die aufgefordert runterzugehen, haben aufgefordert Kontakt herzustellen, um die Situation zu besprechen. Dem wurde nicht entsprochen. Nachdem die Nazis weg waren, nachdem hier Ruhe war, die unter zerbrochene Türe sichern mussten, wurden Kollegen von uns und auch Gäste festgehalten in einem kleinen Kessel, 2 Stunden lang etwa. Und danach sollte ich personenkenntlich behandelt werden, nachdem ich an diesem Tage 4-mal auf meine Identität überprüft wurde. Hier ist ein Verfahren anhängig, das jetzt zuletzt verschoben worden ist im Sommer, weil der Herr Staatsanwalt einfach zum Termin nicht erschienen ist. Mir hat man geschrieben, wenn ich nicht erscheine, wird zu meinen Ungunsten entschieden. Wenn der Herr Staatsanwalt nicht erscheint, dann ist das einfach verschoben in den Herbst.
Tatsache ist dort, dass wir auch da eine Repression erleben, die vollkommen unnötig ist, eine Form von Eskalation erleben, die vollkommen unnötig ist, die nur erklärbar ist damit, dass hier Bürgerkrieg gespielt werden soll, dass das Personal geschult werden soll, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen. Ich habe heute mehrfach gefragt, warum seid ihr denn mit so vielen Polizisten, damit so vielen Polizeiautos? Wegen 7 Hanswürsten, das kann doch nicht sein. Da wurde mir in jedem Fall gesagt, wir sind ja auch nicht wegen der 7 Hanswürste da, sondern sind ja aus einem ganz anderen Grund da. Und auf die Frage, ob Sie im Ernst glaubten, dass im Kalibnechthaus ein besonders gewaltbereites Potenzial linker Antifas herausströmen würde, konnten Sie mir natürlich keine Antwort geben oder wollten Sie mir auch keine Antwort geben. Darum geht es aber überhaupt gar nicht. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in jede Falle hineintapsen. Wir müssen lernen aus solchen Geschichten. Eine Lehre ist zum Beispiel, dass wir nicht auf jeden Furz von irgendwelchen Rechten mit den gleichen Mitteln reagieren sollten, sondern wir sollten uns gemeinsam überlegen, wie wir ein Netzwerk aufbauen, um uns gegen Übergriffe von rechts, aber auch gegen Übergriffe von der Polizei schützen können. Dazu gehört zum Beispiel auch ein Stück Gegenaufklärung. Heute Morgen zum Beispiel wurde die Veranstaltung fast rund um die Uhr gefilmt, was auch nicht zulässig ist übrigens. Wir müssen von unserer Seite aus ebenfalls dafür sorgen, dass die entsprechenden Filmaufnahmen da sind. Wir müssen also auch ein Stück Vernetzung machen, und zwar über Differenzen hinweg, über Unterschiede in der Meinung hinweg, werden wir uns gemeinsam vernetzen müssen und uns überlegen müssen, welche Rechte wir haben. Die Herren traten hier auch so auf, als ob sie das Recht hätten, uns diese Anlage hier wegzunehmen oder abzustellen. Sie tun so, als ob sie das Recht hätten, überall aufzutreten, wie sie wollten. Sie tun das oft wider besseren Wissens. Das ist eine Form der Einschüchterung. Es geht nicht darum, die Polizei als Buhmann aufzubauen. Auch das muss man klar sagen. Da gibt es Beamten, die, so haben die das gesagt, das glaube ich auch, lieber zu Hause wären und Feierabend hätten, als hier sich den Bauch irgendwo, die Beine im Bauch zu stehen oder ähnliches. Ich habe auch kein Problem damit, dass Polizei eine Funktion hat. Es wird einen Staat nicht geben, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit, wo man solche Kräfte nicht auch braucht. Aber diese Polizisten sind da, um uns zu schützen, um unsere Rechte zu garantieren und nicht, um unsere Rechte zu beschneiden und einzuschränken. Und das, muss ich sagen, sind die Erfahrungen, die wir in der letzten Zeit immer stärker machen, dass es keine Nachbarn sind, die uns helfen in dieser Situation, sondern die uns klipp und klar im Auftrag oft anderer in ihren Rechten beschneiden. Als vor 2 Jahren die Nazis die NPD hier demonstriert hatte die NPD, nur als ein Beispiel zu nennen, ihre Kundgebung vor dem Haus der Linkspartei geplant. Dann haben die politischen Kräfte und die Ordnungskräfte gemeinsam beschlossen, diesen Demonstrationspunkt vom Kalibnechthaus direkt vor die junge Welt zu verlegen. Man stelle sich mal vor, es gäbe eine Demonstration von Antifa-Kräften in der Nähe der NPD-Zentrale. Und die Polizei und die Behörden sagen, das verschieben wir jetzt mal weg von der Nähe der NPD-Zentrale direkt zur NPD-Zentrale. Würden die natürlich nicht machen. Wieso machen die das? Weil sie Eskalation wollen, weil sie Gewaltauseinandersetzung haben wollen, weil es provoziert werden soll, weil auch die Mehr geschürt worden soll. Da schlagen sich Linke und Rechte die Köpfe gegenseitig ein. Davon muss man sich distanzieren. Das ist der Versuch, Spaltung hineinzutreiben. Lassen wir uns nicht spalten, lassen wir uns das nicht gefallen und rufen zur Vernunft auf. Und Vernunft heißt, gegen alles braune Dreck, was sich auf der Straße zeigt, zu protestieren. Das ist gebietet die Vernunft. Und man müsste eigentlich jeden Polizeibeamten auffordern, soweit es ihm möglich ist, das zu unterstützen. Da hat da Einschränkungen wahrzunehmen in seiner Funktion, das ist uns vollkommen klar. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, unsere Kollegen hier mussten eine Zeitung produzieren. Wir sind kein großes Haus. Diese Zeitung wird gemacht, auch wenn Nazis versuchen, das zu verhindern oder zu stören. Wenn wir mit der Hälfte der Belegschaft hier unten gewesen wären, für 2-3 Stunden, dann wäre die Erscheinung der Zeitung morgen gefährdet gewesen. Das wird nicht funktionieren. Auch in Zukunft nicht. Aber wir werden uns darauf einstellen müssen, dass diese Art von Provokationen zunehmen werden. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir dabei nicht auf die Polizei rechnen können, die da deeskaliert und versucht, da beide Seiten zuzukommen.
kommen zu lassen, was schlimm genug ist, wenn man Nazis Gewehr anlässt, sondern wir müssen uns darauf einstellen, und wir haben das hier heute erlebt, dass diese Leute nicht da sind, um auch unsere Rechte und unsere Möglichkeiten zu schützen. Das ist bedauerlich, wir müssen es aber einfach zur Kenntnis nehmen, aber nicht nur zur Kenntnis nehmen, wir müssen uns wehren, wir müssen eigene Strukturen aufbauen, womit ich meine Informationsstrukturen, und wie wir uns Formen entwickeln, wie wir uns trotzdem wehren können. Ich danke ganz herzlich für das Erscheinen und dafür, dass wir heute keine weiteren Eskalationen hinnehmen mussten, wie das zum Beispiel noch bei dem NPD-Aufmarsch war. Aber ich denke, wir werden uns mit Taz, ND und auch dem Kalibrichthaus zusammensetzen müssen und uns ein paar kluge und intelligente Ideen einfallen lassen müssen, wie wir künftigen Provokationen begegnen werden. Herzlichen Dank.